Die direkte Bahnstrecke zwischen Berlin und Hamburg ist von heute Abend an 4 Monate lang gesperrt. Es müssen marode Gleise ausgewechselt werden, obwohl an der Strecke erst vor 3 Jahren monatelang gebaut worden war. Die Arbeiten sind noch nicht die angekündigte Generalsanierung. Die kommt erst im nächsten Jahr. Dann wird der Zugverkehr zwischen den beiden größten Städten Deutschlands weitere 8 Monate lang beeinträchtigt.